Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von KHS Tactical Watches. The bright lights of the world's greatest gambling city, Las Vegas. You got to come to Los Angeles. The sun shines bright, the beaches are wide and inviting, and the orange grove stretches far as the eye can see. Yo, morgen. Hier, die ersten haben schon reingeschrieben, was ich werfen werde heute. Und was sagen sie? Einer schrieb 184. Sieben. Der ist auf jeden Fall Optimist. 134, 136, 125. Mein persönlicher Rekord ist 212. Das ist aber schon, boah, Junge, da war ich noch nicht fett, als ich das gemacht habe. Ich finde das aber witzig. Ja, ich hab dir noch gesagt, mach keine Kohlensäure da rein, da passiert nichts. Geht doch. Ja, klar. Guck, nichts passiert. Was ist da drin? Flüssiger Stichstoff. Nee, wir legen jetzt los, wir fahren jetzt nach Hollywood. Seit 2 Tagen haben wir es geplant. Genau, jetzt machen wir es. Jetzt geht's direkt nach Hollywood ins Parkhaus. Jetzt ist das Wetter natürlich heute scheiße, so dass Strand wahrscheinlich auch wieder flach fällt. Lara wollte unbedingt mal eine Runde baden gehen. Ja, wir haben eine Badewanne, wir klären das so. Und heute Abend gehen wir bowlen mit 101 Tech. 101 Tech, für die, die es nicht wissen, das ist einfach so eine Firma halt, ein Zusammenschluss aus G&G, Polarstar, Mechanics und Nuprol. Alles klar, so, auf geht's. So, wir sind in Hollywood angekommen. Endlich haben wir es geschafft. Wir fahren erstmal in so ein Parkhaus jetzt. Wir gucken uns die Hollywood Hills heute an. Und ich muss in einer halben Meile rechts. Ja, wir sind jetzt mitten auf dem Walk of Fame. Guck mal hier. Orlando Bloom, Bruce Lee. Justin, zieh dir rein, was für ein Stern da ist. Die Amis haben schon verdammt coole Polizeiwagen, oder? Neue Cop Cars. Ja, Mann, die leuchten wie ein scheiß Weihnachtsbaum. Geil sind die zivilen Wagen. Hast du die Tage gesehen in Vegas? Aus dem Nichts auf einmal eine Lichtanlage da dran, ne? Das war ziemlich abgefahren. Home sweet home. Ja, da wir jetzt mal im Ausland sind, haben wir uns gedacht, gehen wir mal zum Meckes, ne? Wir fahren jetzt in die Hills. Wenn man in die Hollywood Hills, da wohnen die Reichen und Schönen. Ja, reich sind die auf jeden Fall. Also die Leute hier wohnen, die gehen hier in den Park joggen. Aber hier auf den Hollywood Hills ist nochmal so ein richtig abgesperrter Bereich. Da kommen wir auch nicht rein. Da werden sogar die Schulbusse morgens und nachmittags angehalten und kontrolliert, wenn da drin sitzt. Ne? Da wohnen halt die richtig, richtig, richtig krassen A-Promis. Nick! So, jetzt sind wir hier hochmarschiert in der Hoffnung, dass sich das lohnt. Und hat sich. Da unten ist L.A. Ja, jetzt sind wir oben auf den Hollywood Hills. Wir fliegen gerade mit der Drohne. Deswegen filme ich mich jetzt selbst. Warte mal. Ja. Drohne einpacken, wir fahren weiter. Wohin? Wir fahren jetzt noch mal ein bisschen durch die Hollywood Hills. Dann kommen wir in Beverly Hills runter. Und dann wollen wir vielleicht noch mal nach Malibu. Wir müssen noch mal reinhauen, denn die Sonne geht gleich wieder unter. Also wenn wir im Hellen am Strand stehen wollen, dann müssen wir jetzt los. Wir haben noch gerade eine Visitenkarte reingesteckt, ne? Das ist die nächste, die haben jetzt neu reingesteckt, die ist weg. Die liegt nirgendwo hier oder auch nicht im Mülleimer, die wird einer mitgenommen haben. Nice, Alter, vielleicht haben wir jetzt bald einen Abonnenten von den Hollywood Hills. Wir sind jetzt hier in Beverly Hills. Kannst du einmal kurz zeigen, wie absolut schön das hier ist. Hier sind täglich Gärtner am Arbeiten. Es ist abgefahren. Jo, hier sind wir an der Melrose Avenue. Das ist so eine total berühmte Straße hier, sagt Lara. Ich habe da nicht so einen Plan von, aber sie ist ja so mit den Influencern dieser Welt verknüpft und feiert das voll. Deswegen machen wir jetzt hier ein bisschen Sightseeing. Das sieht auch ziemlich cool aus. Die Leute sehen ziemlich cool aus und die, die nicht cool aussehen, haben auf jeden Fall viel Geld investiert, um sich operieren zu lassen. Und dann sehen sie immer noch nicht cool aus. Na, auf jeden Fall warten wir jetzt, bis Lara hier aus dem Café rauskommt. Und dann gehen wir hier mal ein bisschen die Straßen ab. Hier vorne ist schon ein Shop, den habe ich gesehen, da war ich schon in London einkaufen. Und dann geht zum Beach, ne? Am besten gehen wir zu Venice Beach, oder? Alle sind am Nicken, alle mal einen Daumen hoch, also gleich zu Venice Beach. Venice Beach. Wir brauchen auf jeden Fall unsere Beach Party. Ja, da hat ja jemand eingeschlossen hier, ne? Und das Fahrrad ist auch nicht abhanden gekommen. Also der Rahmen ist auf jeden Fall noch da. Der Rest ist weg. Wir fahren jetzt zu Venice Beach.
ab an den Strand, die letzten Sonnenstrahlen mitnehmen. Später treffen wir uns mit Amanda von G&G. Das ist der Chef von G&G in Los Angeles und von 101 Tech. Die haben uns eingeladen. Na, let's go. So, jetzt sind wir wieder am Santa Monica Pier. Da waren wir ja die Tage schon mal, aber da war es zappeduster. Jetzt kann man mal ein bisschen mehr sehen. Jetzt geht die Sonne auch gerade wieder unter. Das heißt, wir haben es gerade so geschafft. Wir gehen jetzt mal rüber zum Muscle Beach, gucken uns das mal an. Und dann sind wir auch schon wieder zurück im Hotel und bereiten uns auf den Bowlingabend vor. You got to accentuate the positive, eliminate the negative and latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In Between. You got to spread joy up to the maximum, bring gloom down to the minimum. Have faith or pandemonium liable to walk upon the scene to illustrate. So, jetzt sind wir Downtown LA. Wir sind der Einladung von 101 Tech gefolgt und gehen jetzt erstmal koreanisches Barbecue essen. Und im Anschluss gehen wir bowlen mit den Herrschaften. Ja, mal schauen, was ich bowlen werde gleich. Und danach trinken wir vielleicht noch ein Bierchen, das wissen wir noch nicht. Ja, ich bin nämlich schon wieder ein bisschen müde. Ganz schön anstrengend hier. Ja, ja, ja. Hast du Hunger? Ein bisschen. Ein bisschen, ich habe auch noch ein bisschen. Egal, komm, wir essen was. Und take it. So, wir sind mitten am Essen. Ja, hier wird ordentlich konsumiert. Konsumiert? Ja, wir haben diesen leckeren Reis, was auch immer. Wir werden gleich noch bowlen gehen. Das Problem ist jetzt nur, das Ergebnis ist verfälscht, denn ich habe bereits etwas getrunken. Ja? Also kann sein, dass die 200 nicht mehr erreicht werden. Aber wir werden sehen. 3, 2, 1, go! Junge, die sind komplett verrückt, das Alter. Das Getränk, was du gerade trinkst, eine 10 Nachos. Junge, 100! 100, Mann! Weißt du, einen Bowling kannst du gleich noch regeln? Junge, ich... Scheiße, ich bin froh, wenn ich einen Pin treffe. Gibt es jemanden, der 0 geschätzt hat? Ich glaube, nein. Das wird jetzt höchste Zeit. Ey, die waren alle mega optimistisch, ey. Top-Trainer, raus an euch alle. Ihr seid echt cool, dass ihr mir so viel zutraut. Das Problem ist nur, die verfälschen das Ergebnis, Alter. Die füllen mich vorher ab. Die wollen mich abziehen! Oh Gott! Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von KHS Tactical Watches. Nick ist leider nicht mal richtig in der Lage zu spielen. Wir machen das einfach unzensiert, weil an der Stelle machen wir das einfach uns. Ja, lass das einfach weg. Also, Leute, wegen dem Gewinnspiel, wir machen das trotzdem. Wir